dann guten Morgen und willkommen zurück hier wieder auf der Hof Bergmann Organics Farming Projekt ist wieder am Start. So, ja, wir haben ja in der letzten Folge hier noch das Schweinefutter aufgeladen. Das bringen wir jetzt noch schnell hoch zur Schweinezucht und dann, denke ich mal, werden wir loslegen mit der Rapsernte. Beziehungsweise wir könnten doch dem auch sagen, ja, Schweinezucht Futter 1, das passt doch. Mal gucken, wo der jetzt hinfährt. Ja. So, Kollege, du fährst hier auf Feld hier rüber. Jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen raus manövrieren. So, wir brauchen den da. Den Drescher. Den fahren wir heute mal selbst. Das Vorfahren. Ist eh schneller. So. Was machst du? Du fährst jetzt hier wieder schon rein. Komisches Fahrzeug. Komisch, komisch. Und jetzt bleibt er gleich beim Ladewagen da unten hängen. Kennen wir doch. Aber es soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier auf jeden Fall an unserem Rapsfeld angekommen. Ja, eben sogar noch rum. Das heißt, er ist doch am Ladewagen vorbeigekommen. Das ist aber gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet von dir, Kollege? Ja. So, dann schauen wir mal, was wir hier runterbekommen. Machen wir hier so eine Querbahn und dann denke ich mal, dass wir aus dem Rest mit GPS arbeiten werden. Ja, die nächste Runde müssen wir, denke ich mal, wieder normales Getreide, also Weizen oder Gerste machen, damit wir wieder für getrocknetes Getreide genug Material zusammenbekommen. Was haben wir denn noch? Da können wir mal gucken. Ja, wir haben noch 74.000 im Lager, aber es wird halt dann irgendwann auch weniger. Und wir wollen ja doch gut arbeiten. So. Dass wir hier den Kurs einigermaßen einpendeln. Und dann fahren wir jetzt schön mal die Bahnen hier hoch und runter. Ja, was wir im Auge behalten müssen, ist zum einen der Biogaspreis. Weil der war ja gestern noch am Steigen. Und das ist er heute auch noch. Also da müssen wir gucken, wenn der irgendwann einen Maximalwert hat, dass wir uns dann da gucken. Und ja, 1300 Euro, das ist ein guter Preis für Raps. Da können wir auf jeden Fall, denke ich mal, einen guten Schnitt machen, wenn wir da alle drei Felder abgeerntet haben. Wir werden den Raps erstmal komplett ins Lager kippen, um dann am Ende zu sehen, was denn
bei rumkommt. Dann machen wir jetzt hier aber auch einmal ein Vorgewende sozusagen. Damit das alles besser läuft. So, und irgendwo hängt unser Elektrotraktor fest. Der ist vermutlich noch gar nicht vom Hof runtergekommen, möchte ich wetten. Ja, da sind wir gleich einmal außen rum. Das passt ja von der Breite fast perfekt. Da steht zwar hier jetzt ein bisschen über, aber GPS regelt das schon sehr gut, muss ich sagen. So, dann lass uns doch mal, während wir hier fahren, mal nach den Tieren gucken. Vor allem interessieren mich, na klar, die Hühner. Ja, da fehlen halt noch ein paar, um da wieder aufzufüllen, damit wir immer genügend Hühner haben, die wir quasi runterbringen können zum Metzger. Genau, Metzger. Ich gehe mal davon aus, dass der um 9 Uhr aufmacht. Das heißt, da müssen wir dann auf jeden Fall die Tiere kurz reinbringen, damit es da eben weiter produziert werden kann. Ganz, ganz wichtig. So, wenn wir jetzt schon hier sind, lass uns hier doch gleich eine zweite Nährbar machen. Oder wir fahren immer hier im Kreis. Ja, wobei, das müsste so schon passen. Ich denke, wir werden nach der Bahn hier runter einmal kurz zum Abfahren zu den Traktoren gefahren. Das Blöde ist nur, sehe ich gerade, dass der die Plane zu hat. Ja, da müssen wir da kurz hinspringen und die offen machen. Schauen wir mal, wie lange wir hier für die Ernte brauchen. Ja gut, Feld 5 ist ja auch erstmal nur halb reif. Das heißt, das dauert auch noch ein bisschen, bis wir da vermutlich weiter ernten können. 10 wird ja dann noch gar nicht reif sein. Das können wir auch gleich mal angucken. Gut, dann lass uns mal, na, es ist ja noch nicht so weit. Ah ja, komm, der steckt hier im Verkehr. Dann helfe ich dir mal da kurz vorbei. So. Also, das ist genau, das ist der hier. Vier Minuten! Ja, das dauert dann aber zu lang. Der bunkert ab, das passt also. Ja, da haben wir doch noch einen. Der kann ja schon mal zur PDA wieder hochfahren. Den mal auf Abkippen, PGA Überladewagen. Ich denke mal nicht, dass das mit dem so geplant ist, aber mal gucken, was er da macht. Da, fliege los, Kollege.
So, dann könnt ihr ja mal ganz kurz hier reinschauen. Läuft alles noch gut. Wir haben es 59. So. Ah, guck. Die Glocken läuten und wir können hier rein mit unserem Anhängerchen. 20 Tiere abladen, ja. So, dann schauen wir mal kurz. Servus. Ja, 20 Tiere sind auch 100%. Okay, das ist okay. Gut, wir könnten hier auch Zuchtschweine hinbringen. Okay. Dann müsste der nur ein bisschen schneller arbeiten. Sonst auf jeden Fall Material sollten wir genügend haben. Durch die Zuchtschweine. Aber wir müssen mal, genau, ich wollte erst mal gucken, wie es denn wachstumstechnisch, genau, das ist noch im Wachstum. Ja, ist klar, dass wir jetzt hier Unkraut drauf haben, das bekommen wir auch nicht mehr weg und den Streifen auch nicht mehr. Ja gut, ist egal. So, wir müssen unbedingt mal demnächst die Gülle wegfahren. Und die dann eben hochbringen zur BGA auch. Da haben wir in den Stellen ist einiges. Ja, da werden wir wohl mal eine Folge Gülle fahren machen. Ist ja aber auch nicht jetzt so das große Problem. Weiter geht es. So, jetzt lassen wir noch mal gucken. Bei den Ziegen haben wir Milch. Hier haben wir auch einiges an Milch. Wir müssen auf jeden Fall den Kuhbestand müssen wir erhöhen hier noch. Wir brauchen mehr normale Milch. Füttern geht. Ja, die Schweineställe haben wir ja gerade versorgt. Ne, sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also den Tieren geht es auf jeden Fall sehr gut. Und ja, alles weitere sehen wir dann. Ja, wenn der Metzger jetzt gut am Arbeiten ist, kommt ja da gutes Geld rein. Wir bekommen hoffentlich bald sehr viel Geld von der Biogasanlage. Wir bekommen Geld, wenn wir irgendwann mal das ganze getrocknete Getreide wieder abpacken. Stell dich gerade. So, wie viel Kredit haben wir denn aktuell noch offen? 450.000. Okay, da müssen wir also noch ein bisschen arbeiten, dass wir da runterkommen von dem Ding. Und dann schauen wir mal. Ich bin auch überlegen, ob wir als nächstes uns hier oben die Schafweide zulegen sollten. Die kostet 61.000, das ist gar nicht mal so viel. Und dann könnte man eben Wolle produzieren. Ich glaube, das wird so die nächste Investition sein. Und dann wird die Gemüseplantage drankommen. Die ist dann wieder etwas teurer. Die kostet uns, das ist ja hier oben das Teil. Ja gut, 270, das geht aber auch noch. Und irgendwann brauchen wir na klar auch mal Kalk. 250. Hier, der Bereich kommt auch noch. 190.000.
Ich glaube, das sind dann schon so die wichtigsten Sachen. Ja, dann können wir gucken, dass wir vielleicht noch eine weitere Kuhweide dazu nimmt, wenn der Stall irgendwann voll sein sollte. Auf jeden Fall würde ich sagen, sind wir auch mit Bio auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Da kann man, muss man nicht sagen, wir können ja, na klar, Butter können wir machen, wenn wir mehr normale Milch haben. Das bringt ja auch Geld. Da können wir gleich mal schauen, was denn Butter als VK bringt. Beziehungsweise auch, was normale Milch bringen wird. Zum Beispiel, ja, normale Milch 1099. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Was haben wir gesagt? Butter 2,57. Das ist sehr viel. Gut, der Fleischpreis ist deutlich nach unten gegangen. Wenn wir jetzt mal so gucken, Kopfsalat auch 2000, 1700. Also die Gemüseplantage bringt auch gutes Geld. Roggen bringt ein Tausender, Roggenmehl ein bisschen mehr. Da könnte man auch überlegen, ob man einfach mal Roggenmehl macht und das verkauft. Wäre auch eine Option. Aber wie gesagt, erstmal heißt das für uns getrocknetes Getreide. Da müssen wir mal wieder eine riesen Abhackaktion machen. Ach nee, genau. Was in den Investitionen? Die Bullenzucht, na klar, die muss ja auch noch sein. So, jetzt gucken wir mal. Getrocknetes Getreide ist halt 2200. Wir haben 122.000 Liter, aber der Preis von Schüttgut zu Big Bags ist na klar gewaltig. Das heißt, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das Zeug abzupacken. Sonst wäre es wirklich Blödsinn, da quasi ein Tausender pro 1000 Liter zu verschenken. Das können wir gar nicht. Gut, da muss ich vielleicht ein Teil auch mal wieder offline abpacken, weil wir sonst da, denke ich mal, gar nicht zurande kommen. Das würden ja ein paar Folgen werden. Lädst du jetzt ab, bitte? So, dann will ich mal gucken. Der ist schon gut hingefahren, muss ich sagen. Aber du musst jetzt einmal das Ding hier nach oben drücken. Dann drücken wir ein Stück zurück. So. Gut, wir haben fast 100.000 Liter hier schon. Ah, guck mal. Da war doch mal was. Hackschnitzelsäcke. Also der ist auch wieder voll. Das ist so ziemlich voll. Da ist doch Platz dahin. Das ist für einen. Bringen wir die mal schnell rüber, noch solange der Drescher abbunkert. Ja, dann können wir in der nächsten Folge gleich weitermachen mit Dreschen. Da bringen wir die noch schnell ins Lager rein. Ja, ein bisschen einseitig beladen vielleicht. Aber während ich jetzt hier ablade, sind wir erstmal durch für heute. Morgen geht's dann weiter mit einer weiteren Folge. Schaut gerne wieder rein, würde mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das ja, lasst das Däumchen da, schreibt was in die Kommentare.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 5 wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.